Also mein Name ist Stefan Eichenseer, bin seit mittlerweile 10 Jahren bei E.ON und habe die ganze Entstehungsgeschichte von HEMS auch bei E.ON mitverfolgen dürfen und kümmere mich jetzt in der Rolle des Product Owners um die Skalierung von HEMS im Besonderen. Ja, mein Name ist Claudia Häpp, ich bin Senior Vice President für das Thema Category Management bei E.ON Energie Deutschland. Die E.ON Energie Deutschland ist ein führendes Energieunternehmen. Wir haben rund 14 Millionen Kunden aus dem Privatbereich als auch aus dem B2B-Bereich und versorgen diese Kunden hier in Deutschland mit Strom, Gasprodukten und auch mit neuartigen Lösungen. Und der wachsende Markt rund um Prosumer-Lösungen, also alles rund um PV-Anlagen, Batteriespeicher, Energiemanagementsysteme etc., ist total wichtig und wird in der Zukunft definitiv unser neues Standbein sein und da investiert eine E.ON Energie Deutschland auch sehr, sehr viel und darum sind wir sehr, sehr froh, auch Energiemanagement-Lösungen von gridX zu haben, die einfach da ein wesentlicher Bestandteil ist. Future Energy Home kümmert sich um die neuen Energielösungen, wenn man so will, ja, Photovoltaik, Wärmepumpe, Wallboxen und dann aber auch um das Thema HEMS, also sprich die Verbindung dieser ganzen Komponenten untereinander. Der E.ON Home Energiemanager ist eine Software, die vor Ort dafür sorgt, dass der Haushalt in Summe optimiert wird und das Beste aus der zur Verfügung stehenden Energien geholt wird. Die E.ON Homebox ist unser Kernstück, quasi was beim Kunden vor Ort installiert wird. Und die Energieflüsse eben aus Wechselrichter, aus Batterie, aus Wallbox, Wärmepumpe etc. miteinander verbindet, an die Cloud schickt, an die Xenon Cloud und damit einfach das Management der Energie möglich macht. Und das Schöne ist, die E.ON Homebox verbindet auch noch den Smart Meter und damit die Anbindung an das Netz und ermöglicht damit dem Kunden zum Beispiel auch dynamische Stromtarife zu nutzen oder eben auch Flexibilitäten zur Verfügung zu stellen, was für uns als Energieversorger natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was aber auch dem Endkunden dann wieder zugutekommt in Form von günstigen Stromtarifen. Das Energiemanagement-Thema selber ist jetzt ja nicht so ganz neu. Also es gibt am Markt in Haushalten schon Energiemanagement-Lösungen. Die Herausforderung bei diesen Energiemanagementsystemen ist, dass die entweder nur für gewisse Geräte funktionieren, also nur für gewisse Marken, oder dass die bestehenden Energiemanagementsysteme nicht mit dem Stromnetz und damit also mit Smart Meter etc. kompatibel sind und damit zum Beispiel keine Tarife einbinden können. Und daher war für uns klar, gridX ist eine super Lösung, weil es einfach offen ist und damit auch skalierbar und für uns als E.ON, die wir ja in der Fläche sind, also die wir ja auch sehr viele Kunden etc. versorgen und versorgen wollen, einfach für viele dieser Kunden einfach die passende Lösung bietet. Wir haben immer mehr Photovoltaikanlagen im Netz, wir haben viel Windstrom mit dabei, aber auch gerade wenn es darum geht, lokal eben diese Flexibilität vorzuhalten. Das erfordert genau solche Geräte wie eben eine HEMS-Box oder die E.ON Homebox, damit man auch Haushalte aktiv daran partizipieren lassen kann. Ja, die Einführung vom E.ON Energiemanager war insofern wichtig, dass das Zusammenspiel zwischen Eigenproduktion und Nachfrage eben durch Wärmepumpe, durch Wallbox aufeinander abgestimmt sein muss und optimiert sein muss, vor allem in Zeiten eben von zunehmend steigenden Energiekosten. Also seit der Energiekrise ist da einfach auch eine gewisse Sensibilisierung in der Bevölkerung zu beobachten. Und insofern bekommen wir zunehmend auch wirklich Nachfragen, sowohl von Installateuren, die die Technologien, also PV-Anlagen etc. installieren, Energiemanagementlösungen mit anzubieten. Und aber auch inzwischen wirklich von Endkunden, die sich einfach mit dem Thema befassen und das Optimale aus ihrem Haushalt einfach rausholen wollen. Vor allem, wenn man schon in so Technologien wie jetzt PV-Anlagen und Co. da einfach investiert, will man natürlich auch, dass sich das dann irgendwo auch im Geldbeutel bemerkbar macht. Und dafür sind einfach Energiemanagementsysteme, wie jetzt hier der E.ON Energiemanager eben als Basistechnologie gridX nutzend, einfach total wertvoll und sinnvoll. Warum haben wir uns für gridX entschieden? E.ON ist kein Hersteller von Komponenten, das heißt, wir stellen keine Wechselrichter her, wir bauen keine Wärmepumpen und wir stellen auch keine Wallbox her. Deswegen, wir sehen uns in der Rolle des Integrators und sind deswegen darauf angewiesen, eben diese ganzen Komponenten miteinander zu verbinden, um das Beste für unsere Kunden herauszuholen. Und gridX bietet eben mit seiner breiten Kompatibilität
mit der einfachen Installierbarkeit genau ein Produkt, das auf unsere Ansprüche hier passt. Ja, gridX unterscheidet sich in unseren Augen von der Konkurrenz, dass die Lösung sehr einfach zu installieren ist. Also wir nennen es liebevoll Unter-Sofa-Gerät. Also na, man kann das mit einem Router einfach verbinden und von dem her kann es auch wirklich jeder Endkunde, der muss kein Techniker sein, kein Installateur sein etc., die Box selber installieren. Ja, das ist super einfach, genau. Dann unterscheidet sich gridX auch von der Konkurrenz, dass die Lösung sehr kompatibel ist mit bereits existierenden Wechselrichtern, Wärmepumpen, Wallboxen etc., also mit vielen Marken. Und gridX unterscheidet sich einfach, dass dadurch durch die hohe Kompatibilität auch sehr stark skalierbar ist. Und das ist für uns eben als E.ON, die wir ja sehr, sehr viele Kunden versorgen, also na, 14 Millionen Kunden hier in Deutschland, 50 Millionen in ganz Europa, einfach sehr wichtig. Und gridX unterscheidet sich auch vom Wettbewerb, dass die Lösung auch in verschiedenen europäischen Märkten zur Verfügung steht. Das ist für uns als E.ON, die wir ja auch in verschiedenen europäischen Märkten aktiv sind und dort Kunden haben, einfach sehr wichtig, weil wir natürlich das Stromnetz auch transeuropäisch denken und nicht nur lokal oder nur deutsch. Also die Professional Services zu nutzen ist in jedem Fall gewinnbringend, weil es uns, so wie wir aufgestellt sind, in unserem Team sehr weitergebracht hat, einfach durch das Know-how, das die Kollegen mitgebracht haben, durch die intensive Begleitung und den Austausch, ja, Best Practice, aber natürlich auch, weil es ein ganz tolles Team ist. Die End-to-End-Services von gridX waren besonders eine Hilfe, wenn es um die möglichen Fragen, die vom Endkunden oder eben auch vom Installateur in Richtung der Lösung kommt. Und das ist für uns natürlich sehr wichtig. Wir als E.ON haben ja auch das Werteversprechen, tolle Produkte anzubieten mit einem tollen Service und dem Kunden natürlich bei jeglicher Fragestellung, um unsere Produkte bestmöglich helfen zu können. Und insofern waren hier die Professional Services wirklich ein toller Boost im Endeffekt, um da ganz schnell das Produkt End-to-End auch anbieten zu können, auch mit dem entsprechenden Qualitätsniveau, was unsere Kunden und was wir auch an uns stellen. Also durch die Einführung der Xenon-Plattform hat E.ON eine Plattform, die aus vielen, vielen tausend Haushalten die Energieflüsse sammelt, ja, sie transparent darstellt und am Ende des Tages sie verwaltbar macht. Ja, und das kombiniert dann eben mit den ganzen Intelligenz, die dann über das Smart Meter Gateway kommt, mit dynamischen Tarifen, ist eine für uns absolut sinnvolle Investition. Die Nutzerinnen haben Vorteile, die vor allem darin liegen, dass man sein Zuhause optimiert, dass man die Energieströme zu Hause optimiert. Ganz konkretes Beispiel, ich komme nach Hause, ich stecke mein Auto an und ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich jetzt zu viel Strom aus dem Netz ziehe, sondern das wird automatisch dann entsprechend, wird die Wallbox geregelt und es wird weniger Strom gezogen. Auch da ist die Gridbox dann die Box im Hintergrund, die dafür sorgt, dass ich am Ende des Tages niedrigere Energiekosten habe, eben weil es automatisiert ausgesteuert wird, wie zum Beispiel Ladevorgänge, wie zum Beispiel aber auch eine Wärmepumpe. Ja. Vielleicht mal ein bisschen das Wasser ein bisschen heißer machen, ja, wenn die Sonne scheint und davon länger profitieren. Und in Summe profitiert der Nutzer einfach durch deutlich niedrigere Energiekosten. Also unser Plädoyer ist ja sowieso, Energiewende muss Spaß machen, damit sie gelingt. Und mit gridX und der E.ON-Lösung macht es einfach Spaß.